viel weniger verständlich. Nun hören wir in den Debatten häufig das Schlagwort vom Zwangszölibat. Gibt es so etwas? Gibt es ein freiwilliges und ein erzwungenes Priestertum ohne Ehelosigkeit? Also wenn jemand gezwungen ist, sich weihen zu lassen, dann ist die Weihe ungültig. Das Kirchenrecht setzt ganz klar voraus die Freiwilligkeit, die Zustimmung. Das war in der Ehe nicht immer so, denn oft wurden Menschen zwangsverheiratet, aus politischen Gründen zwischen den Königshäusern, aus Besitzgründen zwischen den einzelnen Bauern. Bei den Weihen war das seit dem hohen Mittelalter anders. Und man hat gesagt, wenn etwas nicht freiwillig ist, dann ist es von Anfang an ungültig. Gegen den Zölibat wird oft eine Stelle im Korintherbrief ins Feld geführt, wo es heißt, der Apostel Paulus empfehle die Ehelosigkeit wegen der Naherwartung der Wiederkunft Christi. Nun sei diese aber ausgeblieben und also auch dieses Argument damit hinfällig. Was ist davon zu halten? In demselben 7. Kapitel des 1. Korintherbriefes sagt Paulus, dass man als Verheirateter in geteilter Sorge lebt. Das heißt, dass die Liebe geteilt wird zwischen Gemeinde und Ehefrau. Und der Zwiespalt, der dadurch entsteht, wird besonders deutlich bei unseren evangelischen Freunden, die immer wieder klagen, wie sehr ihr seelsorgerlicher Beruf sie auffrisst und kaum Zeit lässt für die Familie. Was heute Realität ist, dass also die Scheidungsquote bei evangelischen Pfarrern weitaus höher liegt als im Durchschnitt der Bevölkerung, hängt damit zusammen, dass man die Sorge und die Liebe nicht teilen kann. Bei der Zölibatsdebatte wird zumeist auch die sexuelle Komponente ein bisschen in den Vordergrund geschoben, auch um die vermeintliche Leibfeindlichkeit der Kirche damit zu belegen. Ist die sexuelle Enthaltsamkeit, die man als Priester üben muss, eigentlich das Hauptproblem beim Halten des Zölibats? Das Hauptproblem ist heute auf jeden Fall die Einsamkeit und die Frage der Spiritualität. Andererseits gibt es in unserer Gesellschaft millionenfach Singles und viele, viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer allein bleiben in ihrem Leben, Männer und Frauen. Und der Zölibatär, kann speziell für diese Menschen ein Vorbild sein, wie man mit seinem Single-Dasein umgehen kann. Dass man etwas Sinnvolles daraus machen kann. So wie es früher ein Mönchsorden gab, die gefängnisähnlich gelebt haben, um den Leuten im Gefängnis zu zeigen, man kann so leben. Das Leben ist nicht sinnlos, wenn man alles auf eine Karte setzt. Und das ist ja der eigentliche Sinn des Zölibats. Es wird alles auf die eine Karte der Liebe zu Gottes Volk gesetzt. Kann man zölibatäres Leben eigentlich einüben? Also von Natur aus ist der Mensch Single und was man einüben kann, ist Sexualität und Partnerschaft, aber das Single-Sein muss man nicht einüben, das ist von Natur aus gegeben. Der Zölibat ist ja auch ein Zeichen für das Streben nach Heiligkeit. Ist er vielleicht in den letzten Jahrzehnten deshalb auch so stark angegriffen worden, auch innerhalb der Kirche, weil wir den Sinn für Zeichen und auch für Sinnlichkeit in der Kirche ein bisschen verloren haben? Ja, das kann man sagen. Deshalb ist Zölibat gerade nicht ein Ausdruck von Leibfeindlichkeit, sondern von Hochachtung vor dem,
was Sexualität im Ganzen bedeutet. Und wenn man darauf verzichtet, dann ist es eine klaffende Lücke. Und dann ist die Frage, was ist denn nun? Was sollen wir denn nun? Und die Antwort hieß schon im Alten Testament, Sexualität ist nicht alles. Insofern stehen dem Zölibat wegen der Bedeutung für die Singles und wegen der Nicht-Erstrangigkeit von Sexualität, denke ich, gute Zeiten bevor. Trotz allem gehen die Zahlen an Priesterberufungen bei uns zurück. Bedarf es da nicht einer grundlegenden Reform? Woher soll sonst die Lösung kommen? Ja, bei unseren evangelischen Freunden gehen die Zahlen auch zurück, trotz eines nicht vorhandenen Zölibats. Die Berufungen gehen aus meiner Sicht, ich habe 40 Jahre Theologie in Heidelberg gelehrt, gehen die Berufungen deshalb zurück, weil eine Spiritualität fehlt, eine attraktive Theologie. Es gibt zum Beispiel in Europa im Augenblick keinen Theologen, den man gehört haben muss. Zu Zeiten von Carana war das anders. Er war gewiss kein Heiliger, aber es wäre eine Erneuerung von innen her und von der Theologie her nötig. Vielen Dank, Herr Professor Berger, für diese Erläuterung. Mehr von Ihnen dann in den kommenden Sendungen. Ihnen daheim vielen Dank fürs Einschalten und Mitdenken. Bitte beachten Sie auch unsere Literaturhinweise. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop.